geniale Erfinder und das rastlose Kaninchen. Zwei Kriminelle, die lebenslänglich hinter Gittern sitzen. Angesichts der Gewalt im Knast und der Aussicht auf lebenslang wollen beide um jeden Preis raus. Wenn sie die Mauern schon nicht umgehen können, dann müssen sie eben hindurch. In einem spektakulären Ausbruch. Ich heiße Harold Lurd. Als ich ausbrach, war ich 26 Jahre alt. Seit meinem 16. Lebensjahr saß ich im Gefängnis. Ich habe zwei Menschen umgebracht und dafür lebenslänglich gekriegt. Das heißt mindestens 35 Jahre. Als ich in die Styles Unit verlegt wurde, kam ich in einen Zellentrakt mit rassistischen Gangs. Es war schlimm. Hey, Junge. Welchen Rang hast du? Ich sage, wovon redest du? Ich bin nicht in deiner Gang. Ich bin kein Rassist. Du haust besser ab, sonst bist du tot. Da weiß ich, dass die Rufe mir gelten. SOS, Stab on Sight. Sehen und abstechen. Stab on Sight. Meine Lebenserwartung wird nicht sehr hoch sein. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bringe ich einen um, oder einer bringt mich um. Ich muss hier unbedingt raus. Ich fürchte aber, dass eine Flucht so gut wie unmöglich ist. Doch dann entdecke ich etwas. Aus der Zelle über mir tropft Wasser in meine Zellenbeleuchtung. Das bringt mich auf eine Idee. Es muss möglich sein, an die Lampen heranzukommen. Für Reparaturarbeiten muss es einen Zugang oder Versorgungsschacht geben, sodass ein Handwerker hinter der Zelle arbeiten kann. Wenn ich erstmal an dieses Zellenlicht rankomme, könnte ich vielleicht nach draußen gelangen. Ich sehe mir die Lichtluke näher an. Sie hat eine Plexiglasabdeckung mit Gittermuster. Plastik kann man zerschneiden. Man nennt mich MacGyver, weil ich mit allen Dingen etwas anfangen kann. Ich kann sie reparieren und so. Darin bin ich ein Naturtalent. Die Abdeckung ist rundum mit Silikon abgedichtet. Mit der Spitze eines Plastikstabs, auf dem Zahnseide aufgewickelt war, kratze ich das Silikon raus. Ich löse alles Silikon ab und nehme die Streuscheibe raus. Aber dahinter ist noch eine Scheibe aus richtig dickem Plastik. Die muss ich irgendwie durchtrennen. Ich verzwirbele mehrere Bindfäden zu einer dickeren Schnur, stopfe sie in die Lücke am Rahmen und schaffe es schließlich, sie erst hinter eine Ecke und dann hinter die Scheibe selbst zu kriegen. Dann binde ich einen Stoffstreifen dran und ziehe den hinter die Scheibe. Damit fange ich durch Hin- und Herbewegen an zu sägen. Durch die Reibung entsteht Hitze. Als ich sehe, dass es funktioniert, lege ich voll los. Aber ich habe Angst, dass es zu laut ist.
Alle 30 Minuten geht ein Wärter auf Kontrollgang. Man muss immer bedenken, dass sie alles versuchen, um irgendwie rauszukommen. Als ich einen Schatten sehe, weiß ich, dass sich jemand meiner Tür nähert. Hey, was gibt's? Wenn er reinkommt, ist alles aus. Deshalb setze ich eine gelangweilte Alltagsmiene auf. Aber das Herz klopft mir bis zum Hals und mein Mund ist knochentrocken. Ich bin erleichtert. Jetzt muss ich weitermachen, bis die Scheibe durchgesägt ist. Nach Stunden habe ich es geschafft. Oh nein. Gitterstäbe. Ohne richtiges Werkzeug wird es jetzt schwierig. Die Stäbe sind aus weichem Eisen. Ich brauche etwas Härteres, um sie durchsägen zu können. Im Versorgungsschacht muss ich unbedingt irgendetwas aus Hartstahl finden. Ich entdecke da so ein Teil. Eine Schraubschelle, wie am Kühlerschlauch vom Auto. Wenn ich die längs teile, kann ich sie wie ein Sägeblatt benutzen. Aber ich komme nicht ran. Ich habe eine Idee. Ich rolle die Seiten einer Zeitschrift zusammen und stecke mehrere Rollen ineinander. Wie eine Angelrute. Dann ziehe ich eine Schnur durch, an deren Ende ein Ball aus nassem Toilettenpapier hängt. Ich schwinge die Schnur hin und her. Wie beim Fliegenfischen. Ich versuche, den Ball um das Rohr herumzuschleudern. Das ist schwierig, aber ich versuche es immer wieder. Endlich. Als er auf der anderen Seite ist, versuche ich, ihn zu mir zu ziehen. Wenn ich das nicht schaffe, komme ich nicht an die Schelle ran. Ich bin froh, dass es endlich geklappt hat und ziehe die Schnur hinter dem Rohr hervor. Danach binde ich ein Stück Bettlaken dran und ziehe es hinterm Rohr durch. Nun komme ich dran. Ich denke, ein weiteres Hindernis, das ich überwunden habe.
Ich biege die Schelle gerade. Dann breche ich sie der Länge nach durch und habe jetzt ein Sägeblatt. Damit bearbeite ich die erste Stange. Harte Arbeit. Ich merke, dass es viel zu lange dauert. Jede Minute könnten die Wärter vorbeikommen. Was dann? Harold Ladd hat zwar einen möglichen Fluchtweg entdeckt, aber hier haben die Wände Augen und Ohren. Trotz der allgegenwärtigen misstrauischen Wärter versucht er, die Eisenstäbe hinter der Lichtluke seiner Zelle mit einem provisorischen Sägeblatt zu durchtrennen. Ich will nicht alle Stäbe durchsägen, weil es zu lange dauert. Ich muss das Gitter anders abkriegen. Ich entdecke, dass es mit vier Bolzen in der Mauer befestigt ist. Irgendwie muss ich die Muttern lösen. Dazu muss ich den abgesägten Stab so biegen, dass ich ihn wie einen Schraubenschlüssel benutzen kann. Ich schiebe den Stab über die Mutter und es passt sofort. Ich bin echt begeistert. Die Mutter löst sich. Super. Ich löse alle vier Muttern. Jetzt komme ich in den Versorgungsschacht rein. Laird hat damit eine Hürde überwunden. Doch das ist nur das erste einer ganzen Reihe von nachfolgenden Problemen. Es wird noch viele Hindernisse geben. Das erste ist der Versorgungsschacht selbst. Das wird nicht leicht, weil er so eng ist. Der Schacht hat eine Tür, die verschlossen ist, durch die ich aber durch muss. Danach bin ich im Freien. Dann muss ich irgendwie zum Zaun kommen und ungesehen zwei Zäune überwinden. Ich weiß, dass es da Wachtürme gibt und draußen hinterm Zaun eine Patrouille im Auto unterwegs ist. Die Stars Unit hat drei Wachtürme, eine mobile Patrouille, zwei Zäune, davor ein freies Schussfeld. Die Wärter schießen gezielt, das ist ihre Pflicht. Weil er im Schienbein einen Knochennagel hat, muss Laird genau planen. Ich kann ihnen deshalb nicht locker weglaufen, wenn sie hinter mir her sind. Aber ich will es wagen. Eine Stunde später habe ich Hofgang. Da höre ich: Du bist tot, Junge. Verstanden? Mein Zellennachbar quatscht mich an. Er sagt: Tot, du bist dran. Wir machen dich alle, wir kriegen dich. Hast du gehört? Er sagt: Morgen wollen sie mich umbringen. Wir stechen dich ab. Wir kommen. Sie wollen das nach dem Frühstück tun. Das heißt, dass ich noch heute Nacht abhauen muss. Es geht um Leben und Tod. Deshalb bereite ich alles vor.
Aus einer Wolldecke nähe ich mir einen Umhang mit Kapuze. So, dass bis auf das Gesicht kein Stück Haut von mir zu sehen ist. Dann baue ich eine Attrappe. Auf einer Papierkugel drapiere ich Haare, so dass es aussieht, als würde ein Mensch im Bett liegen und schlafen. Es ist soweit. Bevor die Wärter kommen, kriecht Laird ins Ungewisse. Richtung Freiheit. Als ich die Außentür vom Versorgungsschacht sehe, wird mir klar, dass meiner Freiheit noch das Schloss im Weg ist. Mit dem Sägeblatt drehe ich die Schrauben raus. Ich nehme das Schloss auseinander und sehe, dass es ganz einfach geht. Ich muss gar nicht mehr aufschließen. Ich öffne die Tür einen Spalt, damit ich um die Ecke spähen kann. Ich muss nur noch zum Zaun laufen. Dann bin ich frei. Harold Laird ist aus der Zelle raus. Aber erst jetzt ist er wirklich in Gefahr. Der bewaffnete Wärter im Turm darf ihn erschießen. Ich habe Angst. Aber zum Umkehren ist es nun zu spät. Ich renne zum Zaun. Ich habe es geschafft, unentdeckt zu werden. Ich will wegen meines Beines eigentlich nicht klettern, aber ich habe keine Wahl. Der Bandstacheldraht ist messerscharf. Ich sage zu mir, nicht ruckartig bewegen, denn sonst zerfleischt er dich. Ich klettere also ganz vorsichtig weiter. Ich bin unten. Jetzt muss ich noch den letzten Zaun überwinden. Mir winkt die Freiheit. Ich sehe Lichter kommen. Ich bin völlig ungeschützt. Ich muss tun, was ich eigentlich nicht wollte. Runterspringen. Jump off. Ich bin draußen. In Freiheit. Ein Wärter hat von einem Mithäftling von der Flucht erfahren. Während er die Attrappe entdeckt und Alarm auslöst, hat Laird das unglaubliche Glück, einen leeren Van zu entdecken, mit steckendem Zündschlüssel und Klamotten auf dem Sitz. Noch vor dem Morgengrauen ist er auf und davon. Bei Tagesanbruch startete eine große Suchaktion, um den verurteilten Mörder Harold Laird zu finden.
Uns wurde klar, dass er entkommen war. Ich wusste nicht, wie er mental und physisch drauf war. Er war in der Nacht geflüchtet, wo er normalerweise schlafen würde. Wenn man den Schlafmangel und das Adrenalin in seinem Körper zusammennimmt, dann ist das eine sehr gefährliche Mischung. Als ich Mississippi erreiche, bin ich fix und fertig. Buchstäblich am Rande des Zusammenbruchs vor Erschöpfung. Ich bin jetzt seit über 24 Stunden auf der Flucht. Ich habe nicht geschlafen und bin nur noch kaputt. Laird schläft am Steuer ein und verliert die Kontrolle über das Auto. Wie durch ein Wunder bleibt der Wagen intakt und Laird unverletzt. Er beschließt, ein Nickerchen zu machen, um weiterfahren zu können. Ich entscheide mich für den nächstbesten Rastplatz. Da stelle ich den Wagen am Rand ab, ziehe die Schuhe aus, lege mich hin und schlafe ein. Ich wache völlig verwirrt auf. Was machen Sie hier? Mein Gott, nicht schon wieder. Was jetzt? Würden Sie bitte aussteigen? Jetzt wird's eng. Ich steige aus und habe noch nicht mal meine Schuhe an. Irgendeinen Ausweis dabei? Bleiben Sie bitte hier. Laird gibt dem Polizisten den Ausweis des Van-Besitzers. Der Polizist wird misstrauisch. Während Laird noch über eine Flucht nachdenkt, hat der Officer Verstärkung herbeigerufen. Sie sind verhaftet. Das war's. Lairds genial geplanter Ausbruch bringt ihm zu seiner lebenslänglichen Strafe 20 zusätzliche Jahre in einem texanischen Gefängnis ein. Während Laird ganz allein die Gefängnismauern überwand, arbeiten Tommy Valdez und seine Kumpel von der Southside Gang als Team zusammen, um aus einer Haftanstalt in New Mexico zu entkommen. Ich heiße Tommy Valdez. Man nennt mich Conejo. Conejo bedeutet Kaninchen. Kaninchen, weil ich immer vor der Polizei abhaue. Sie ist wieder hinter mir her. Bewaffneter Raub, Körperverletzung mit einer Waffe und Waffenvergehen. Meine Tochter heult und schreit. Sie hat Angst, sie ist ja noch klein. Sollte er die Sicherheit seiner Familie oder 10 Jahre hinter Gittern riskieren? Er beschließt, aufzugeben. Ich habe Frau und Tochter umarmt. Raus aus dem Auto! Ich wollte sie nicht allein lassen. Unglaublich, sie hatten mich. Ich kam ins Grand County Gefängnis. Das ist immer überfüllt. Dauernd gab's Zoff und Schlägereien.
Verfeindete Gangs wurden getrennt. Die Southsider sind im Dachgeschoss. Wir Kumpel sind zusammen groß geworden. Wir kennen uns. Wir sind eine große Familie. Jonathan Rodriguez ist mein bester Freund. Er heißt bei uns Snoopy. Snoopy war ein paar Wochen vor mir eingelocht worden. Er gleich: Conejo, was machst du hier? Arturo wartet auf einen Raubprozess. Das gibt 25 Jahre oder mehr. Wir wissen alle, dass wir eine lange Zeit vor uns haben. Ich denke immer, 10 Jahre. So lange will ich aber nicht sitzen. Wann hauen wir ab? Das finde ich gut, Jungs. Bauch und Kopf sagen bloß raus. Aber das Gefängnis liegt ungünstig. Direkt neben einer Polizeiwache, in der rund um die Uhr Betrieb herrscht. Da wimmelt es von Cops. Aber wir wollen raus. Das erste Problem sind die Überwachungskameras auf den Korridoren. Doch das Trio entdeckt schnell einen toten Winkel, den die Kameras nicht erfassen. Dort ist eine große Metallplatte an der Wand festgeschraubt. Dahinter ist vielleicht ein Leitungsschacht. Wir mussten irgendwie die Muttern abkriegen. Die beiden sind zwar nicht im Blickwinkel der Kameras, aber jederzeit könnte ein Wärter kommen. Das wär's dann. Wir fummelten lange an einer der Muttern rum. Ganz allmählich drehte sie sich ein bisschen. Du siehst, Holmes? Ist locker. Endlich war sie ganz ab. Aber die anderen Muttern sitzen fest. Wir brauchten was, womit wir sie lösen konnten. Was machen wir? Ich hab's. Torres lässt den geschmolzenen Kunststoff von Plastiklöffeln über die Mutter tropfen und erhält dadurch einen perfekten Abdruck. Dann bringt er noch einen Handgriff an. Wie ein Schraubenschlüssel. Den hat er bei den anderen Muttern ausprobiert. Die ließen sich schwer lösen. War harte Arbeit. Die Wärter liefen dauernd rum. Wir mussten höllisch aufpassen. Wir konnten alle anderen Muttern mit Arturos kleinem Schraubenschlüssel abdrehen. Da liefen Lüftungs- und andere Rohre und die Elektroleitungen. Ich dachte, das könnte klappen. Man konnte auf den Rohren bis nach oben zum Dach klettern. Awas ist ein Slangausdruck für Vorsicht, Wärter. Guards coming.
Komm raus! Alles vorbei. Für die Häftlinge, die den Ausbruch planen, ist das eine sehr brenzlige Situation. Ihnen bleibt nur noch wenig Zeit, um die Abdeckplatte vor dem Rohrleitungsschacht wieder zu befestigen. Ging an die Nerven. Wie geht's denn so? Wir mussten die Platte ganz unauffällig wieder anschrauben. Gestern das Spiel gesehen? Ja. Okay, finito. Das war knapp. Sie hatten uns fast. Die drei Southsider sind knapp dem Schicksal entronnen. Sie können sich nun an die Ausarbeitung des Fluchtplans machen. Der Leitungsschacht ist im obersten Stockwerk des Gefängnistrakts. Sie müssen es schaffen, ein Loch ins Dach zu bekommen. Da oben sind die Kameras auf dem Gerichtsgebäude ein Problem. Sie müssen etwa 50 Meter ungesehen kriechen und auf ein niedrigeres Dach hinabklettern. Über die Wache. Die Polizeiwache hatte das niedrigste Dach. Wir mussten also darauf springen und rüberlaufen, ohne dass die Cops das mitkriegen. Gibt's einen anderen Weg? Valdez entdeckt, dass sie für das benötigte Loch im Dach eine Waschbeckenhalterung benutzen können. Die war vielleicht 30 cm lang und stabil. Das Metalldach war richtig dick. Ich musste auf den Rohren stehen und mit beiden Händen arbeiten. Ich brauchte die Kraft von beiden Armen, um ein Loch zu machen. Echt hart. Es war schwer, auch nur einen Zentimeter zu schaffen. Es sah hoffnungslos aus. Das schaffen wir nie. Aber wir hatten Glück. Unten auf dem Schachtboden lag eine Zange. Ich schätze, ein Handwerker hatte die da irgendwann vergessen. Wir konnten sie gut gebrauchen und das Metall damit aufbiegen. Wie ein Dosenöffner. Für ein paar Zentimeter brauchten wir Stunden. 30 Zentimeter dauerten einen ganzen Tag. Es war viel Arbeit, das Loch zu machen. Als wir das Metall durch hatten, war da drüber eine dicke Kunststoffschicht. Fiberglas oder so. Da mussten wir durch. Drei Tage haben wir geschuftet und wurden ganz schön dreckig dabei. Wir hatten das Dach fast durch. Und ich hatte das Gefühl, schon so gut wie weg und frei zu sein. Wir mussten möglichst noch in derselben Nacht abhauen, bevor sie das Loch entdecken. Wir benahmen uns ganz normal, wie immer. Die Wärterin holte einige zu einer Gruppensitzung. Wir hatten 30 Minuten.
Wenn die Wärterin zurückkam, den offenen Schacht sah und wir weg waren, dann war's das. Oben war noch eine dünne Teerpappe mit Steinchen drauf. Die war ganz schnell durch. Arturo schob mein Bein und ich zog mich durch das Loch. Ich quetschte mich hindurch. Ich guckte mit dem Kopf raus. Die frische Luft war gut. Ich fühlte mich klasse. Ich hatte Schiss, dass wir entdeckt werden. Überall drumherum waren Kameras. Ich wusste nicht, ob die uns sahen. Aber das Adrenalin wirkte immer noch. Das Dach war hoch. Wir konnten da nicht runterspringen. Wir mussten rüber zur Polizeiwache laufen. Ganz vorsichtig und leise. Wir guckten runter. Es war echt hoch. Springen ging nicht, nur runterhangeln. Die Landung war hart. Arturo kam nach mir. Dann Jonathan. Boom. Er verletzte sich. Er konnte nicht auftreten. Wir mussten so schnell wie möglich weg von der Polizeiwache, bevor all die Cops rauskamen. Tommy Valdez und seinen beiden Kumpanen ist der Ausbruch gelungen, obwohl einer sich dabei den Fuß verletzt hat. Jetzt müssen sie sich beeilen, zu ihrem Unterschlupf bei einem Freund zu kommen, bevor ihre Flucht entdeckt wird. Die Wärterin meldete, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte ein Loch entdeckt und forderte Verstärkung an. Drei waren ausgebrochen. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Wir mussten sie kriegen. Man könnte auch sagen, drei tollwütige Hunde waren ausgerissen. Okay, this is Parece. Ich kam als Erster im Haus an. Meine Kumpel kurz nach mir. Ich ging rein. Und sie? Was machst du denn hier? Wir waren total aufgedreht und kriegten uns nicht ein. Wir waren draußen, frei. Mann, waren wir happy. Zeit zum Feiern haben sie aber nicht. Eine Frau fährt sie zu einem Versteck in einem Trailerpark außerhalb der Stadt. Da können sie erst einmal abwarten, bestens versorgt mit Drogen und Waffen. Doch während der folgenden Tage kreist die Polizei sie immer weiter ein. Vollgepumpt mit Crystal Meth beschließt Valdez in seinem Drogenrausch, ein Auto zu rauben und sie über die Grenze nach Mexiko zu bringen. Mach keinen Scheiß, guck nach vorn. Ich hielt die Knarre so und sagte, er soll uns fahren. Ruhig oder ich drück ab. Wir kamen zum Wohnwagen. Ich sagte ihm, er soll sich nicht von der Stelle rühren, sonst schieße ich. Kommt! Ich wollte nach Mexiko.
Okay, let's go. Here's more. Okay, here's more. Let's go. Come on. Wir erweiterten die Suche. Die mexikanische Grenze ist nur gut 100 Kilometer entfernt. Sie hatten Kontakte nach Mexiko. Wollten sie vielleicht dorthin fliehen? Aber klar doch. Sie wollen zur Grenze. Wir waren high vom Crystal Meth. Ich war so scheiße drauf, dass ich sogar geschossen hätte. Doch dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Wegen eines geplatzten Reifens müssen sie anhalten. Ich hab kein Ersatzrad. Was heißt das? Rechts ran! In seinem Drogenrausch meint Valdez, es sei das Beste, einen anderen Wagen zu kidnappen. Ich lief zur Autobahn und machte einen auf Anhalter. Ein Auto kam. Und hielt direkt hinter mir. Grenzpolizei. Ich dachte, Scheiße. Die Pistole warf ich in die Büsche. Ich hätte abhauen sollen, aber ich wäre wohl nicht weit gekommen. Ich zu ihm: Ich will zur Tankstelle Benzin holen. Und er: Steig ein, ich fahr dich hin. Aber er fuhr zur Wache. Als ich zur Grenzpolizei an der Interstate 10 kam, sagte der diensthabende Beamte: Wir haben einen Anhalter bei Meile 118 aufgegriffen. Er telefoniert gerade. Ich fragte ihn nach seinem Ausweis. Er hatte keinen. Er war sehr nervös. Man sah an seinem Gesicht, dass er high war. Was ist das am Hals? Er meinte das Tattoo. What are you doing? Just relax. Er hatte ein Tattoo. Was heißt das, Conejo? Conejo? Das Tattoo verrät mich immer. South. Das ist Tommy Valdez. Wer? Ich habe nichts getan. Hände hinter den Kopf. Unglaublich, dass sie mich hatten. Nachdem das Kaninchen gefasst war, waren die beiden Southsider im entführten Auto eine leichte Beute. Tommy, Jonathan und Arturo müssen 20 Jahre zusätzlich in New Mexicos sicherstem Gefängnis absitzen. Das Southside-Trio und Harold MacGyver Ladd konnten zwar die Mauern überwinden und entkommen, aber ihre Flucht brachte ihnen letztendlich nur noch mehr Zeit hinter eben diesen Mauern ein. Dass wir entdeckt werden. Überall drumherum waren Kameras. Ich wusste nicht, ob die uns sahen. Aber das Adrenalin wirkte immer noch. Das Dach war hoch. Wir konnten da nicht runterspringen. Wir mussten rüber zur Polizeiwache laufen. Ganz vorsichtig und leise. Wir guckten runter. Es war echt hoch. Springen ging nicht, nur runterhangeln. Die Landung war hart. Arturo kam nach mir. Dann Jonathan. Er verletzte sich. Er konnte nicht auftreten.
Wir mussten so schnell wie möglich weg von der Polizeiwache, bevor all die Cops rauskamen. Tommy Valdez und seinen beiden Kumpanen ist der Ausbruch gelungen, obwohl einer sich dabei den Fuß verletzt hat. Jetzt müssen sie sich beeilen, zu ihrem Unterschlupf bei einem Freund zu kommen, bevor ihre Flucht entdeckt wird. Die Wärterin meldete, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte ein Loch entdeckt und forderte Verstärkung an. Drei waren ausgebrochen. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Wir mussten sie kriegen. Man könnte auch sagen, drei tollwütige Hunde waren ausgerissen. Okay, this is Spot, is it? Ich kam als Erster im Haus an. Meine Kumpel kurz nach mir. Ich ging rein. Und sie? Was machst du denn hier? Wir waren total aufgedreht und kriegten uns nicht ein. Wir waren draußen, frei. Mann, waren wir happy. Zeit zum Feiern haben sie aber nicht. Eine Frau fährt sie zu einem Versteck in einem Trailerpark außerhalb der Stadt. Da können sie erst einmal abwarten, bestens versorgt mit Drogen. Die drei Southsider sind knapp dem Schicksal entronnen. Sie können sich nun an die Ausarbeitung des Fluchtplans machen. Der Leitungsschacht ist im obersten Stockwerk des Gefängnistrakts. Sie müssen es schaffen, ein Loch ins Dach zu bekommen. Da oben sind die Kameras auf dem Gerichtsgebäude ein Problem. Sie müssen etwa 50 Meter ungesehen kriechen und auf ein niedrigeres Dach hinabklettern. Über die Wache. Die Polizeiwache hatte das niedrigste Dach. Wir mussten also darauf springen und rüberlaufen, ohne dass die Cops das mitkriegen. Gibt's einen anderen Weg? Valdez entdeckt, dass sie für das benötigte Loch im Dach eine Waschbeckenhalterung benutzen können. Die war vielleicht 30 cm lang und stabil. Das Metalldach war richtig dick. Ich musste auf den Rohren stehen und mit beiden Händen arbeiten. Ich brauchte die Kraft von beiden Armen, um ein Loch zu machen. Echt hart. Es war schwer, auch nur einen Zentimeter zu schaffen. Es sah hoffnungslos aus. Das schaffen wir nie. Aber wir hatten Glück. Unten auf dem Schachtboden lag eine Zange. Ich schätze, ein Handwerker hatte die da irgendwann vergessen. Wir konnten sie gut gebrauchen und das Metall damit aufbiegen. Wie ein Dosenöffner. Für ein paar Zentimeter brauchten wir Stunden. 30 Zentimeter dauerten einen ganzen Tag. Es war viel Arbeit, das Loch zu machen. Als wir das Metall durch hatten, war darüber eine dicke Kunst. Die Abdeckung ist rundum mit Silikon abgedichtet. Mit der Spitze eines Plastikstabs, auf dem Zahnseide aufgewickelt war, kratze ich das Silikon raus. Ich löse alles Silikon ab und nehme die Streuscheibe raus.
Aber dahinter ist noch eine Scheibe aus richtig dickem Plastik. Die muss ich irgendwie durchtrennen. Ich verzwirbele mehrere Bindfäden zu einer dickeren Schnur, stopfe sie in die Lücke am Rahmen und schaffe es schließlich, sie erst hinter eine Ecke und dann hinter die Scheibe selbst zu kriegen. Dann binde ich einen Stoffstreifen dran und ziehe den hinter die Scheibe. Damit fange ich durch Hin- und Herbewegen an zu sägen. Durch die Reibung entsteht Hitze. Als ich sehe, dass es funktioniert, lege ich voll los. Aber ich habe Angst, dass es zu laut ist. Alle 30 Minuten geht ein Wärter auf Kontrollgang. Man muss immer bedenken, dass sie alles versuchen, um irgendwie rauszukommen. Als ich einen Schatten sehe, weiß ich, dass sich jemand meiner Tür nähert. Hey, was gibt's? Wenn er reinkommt, ist alles aus. Deshalb setze ich eine gelangweilte Alltagsmine auf. Aber das Herz klopft mir bis zum Hals und mein Mund ist knochentrocken. Ich bin erleichtert. Jetzt muss ich weitermachen, bis die Scheibe durchgesägt ist. Nach Stunden habe ich es geschafft. Oh nein. Gitterstäbe. Ohne richtiges Werkzeug wird es jetzt schwierig. Die Stäbe sind aus weichem Eisen. Ich brauche etwas Härteres, um sie durchsägen zu können. Im Versorgungsschacht muss ich unbedingt irgendetwas aus Hartstahl finden. Ich entdecke da so ein Teil. Eine Schraubschelle, wie am Kühlerschlauch vom Auto. Wenn ich die längs teile, kann ich sie wie ein Sägeblatt benutzen. Aber ich komme nicht ran. Ich habe eine Idee. Ich rolle die Seiten einer Zeitschrift zusammen und stecke mehrere Rollen ineinander. Wie eine Angelrute. Dann ziehe ich eine Schnur durch, an deren Ende ein Ball aus nassem Toilettenpapier hängt. Ich schwinge die Schnur hin und her.
wie beim Fliegenfischen. Ich versuche, den Ball um das Rohr herumzuschleudern. Das ist schwierig, aber ich versuche es immer wieder. Endlich. Als er auf der anderen Seite ist, versuche ich, ihn zu mir zu ziehen. So, dass es aussieht, als würde ein Mensch im Bett liegen und schlafen. Es ist soweit. Bevor die Wärter kommen, kriecht Laird ins Ungewisse. Richtung Freiheit. Als ich die Außentür vom Versorgungsschacht sehe, wird mir klar, dass meiner Freiheit noch das Schloss im Weg ist. Mit dem Sägeblatt drehe ich die Schrauben raus. Ich nehme das Schloss auseinander und sehe, dass es ganz einfach geht. Ich muss gar nicht mehr aufschließen. Ich öffne die Tür einen Spalt, damit ich um die Ecke spähen kann. Ich muss nur noch zum Zaun laufen. Dann bin ich frei. Harold Laird ist aus der Zelle raus. Aber erst jetzt ist er wirklich in Gefahr. Der bewaffnete Wärter im Turm darf ihn erschießen. Ich habe Angst. Aber zum Umkehren ist es nun zu spät. Ich renne zum Zaun. Ich habe es geschafft, unentdeckt zu werden. Ich will wegen meines Beines eigentlich nicht klettern, aber ich habe keine Wahl. Der Bandstacheldraht ist messerscharf. Ich sage zu mir, nicht ruckartig bewegen, denn sonst zerfleischt er dich. Ich klettere also ganz vorsichtig weiter. Ich bin unten. Jetzt muss ich noch den letzten Zaun überwinden. Mir winkt die Freiheit. Morgen wollen sie mich umbringen. Wir stechen dich ab. Wir kommen. Sie wollen es nach dem Frühstück tun. Das heißt, dass ich noch heute Nacht abhauen muss. Es geht um Leben und Tod. Deshalb bereite ich alles vor. Aus einer Wolldecke nähe ich mir einen Umhang mit Kapuze. So, dass bis auf das Gesicht kein Stück Haut von mir zu sehen ist. Dann baue ich eine Attrappe. Auf einer Papierkugel drapiere ich Haare. So, dass es aussieht, als würde ein Mensch im Bett liegen und schlafen. Es ist soweit. Bevor die Wärter kommen, kriecht Laird ins Ungewisse. Richtung Freiheit.
Als ich die Außentür vom Versorgungsschacht sehe, wird mir klar, dass meiner Freiheit noch das Schloss im Weg ist. Mit dem Sägeblatt drehe ich die Schrauben raus. Ich nehme das Schloss auseinander und sehe, dass es ganz einfach geht. Ich muss gar nicht mehr aufschließen. Ich öffne die Tür einen Spalt, damit ich um die Ecke spähen kann. Ich muss nur noch zum Zaun laufen. Dann bin ich frei. Harold Blatt ist aus der Zelle raus. Aber erst jetzt ist er wirklich in Gefahr. Der bewaffnete Wärter im Turm darf ihn erschießen. Ich habe Angst. Aber zum Umkehren ist es nun zu spät. Ich renne zum Zaun. Ich habe es geschafft, unentdeckt zu werden. Zwischen Gangs. Es war schlimm. Hey, Junge. Welchen Rang hast du? Ich sage, wovon redest du? Ich bin nicht in deiner Gang. Ich bin kein Rassist. Du haust besser ab, sonst bist du tot. Da weiß ich, dass die Rufe mir gelten. SOS, Step on Sight. Sehen und abstechen. Meine Lebenserwartung wird nicht sehr hoch sein. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder bringe ich einen um, oder einer bringt mich um. Ich muss hier unbedingt raus. Ich fürchte aber, dass eine Flucht so gut wie unmöglich ist. Doch dann entdecke ich etwas. Aus der Zelle über mir tropft Wasser in meine Zellenbeleuchtung. Das bringt mich auf eine Idee. Es muss möglich sein, an die Lampen heranzukommen. Für Reparaturarbeiten muss es einen Zugang oder Versorgungsschacht geben, sodass ein Handwerker hinter der Zelle arbeiten kann. Wenn ich erstmal an dieses Zellenlicht rankomme, könnte ich vielleicht nach draußen gelangen. Ich sehe mir die Lichtluke näher an. Sie hat eine Plexiglasabdeckung mit Gittermuster. Plastik kann man zerschneiden. Man nennt mich MacGyver, weil ich mit allen Dingen etwas anfangen kann. Ich kann sie reparieren und so. Darin bin ich ein Naturtalent. Die Abdeckung ist rundum mit Silikon abgedichtet. Mit der Spitze eines Plastikstabs, auf dem Zahnseide aufgewickelt war, kratze ich das Silikon raus. Ich löse alles Silikon ab und nehme die Streuscheibe raus. Aber dahinter ist noch eine Scheibe aus richtig dickem Plastik. Glück, einen leeren Van zu entdecken, mit steckendem Zündschlüssel und Klamotten auf dem Sitz. Noch vor dem Morgengrauen ist er auf und davon. Bei Tagesanbruch startete eine große Suchaktion, um den verurteilten Mörder Harold Laird zu finden.
Uns wurde klar, dass er entkommen war. Ich wusste nicht, wie er mental und physisch drauf war. Er war in der Nacht geflüchtet, wo er normalerweise schlafen würde. Wenn man den Schlafmangel und das Adrenalin in seinem Körper zusammennimmt, dann ist das eine sehr gefährliche Mischung. Als ich Mississippi erreiche, bin ich fix und fertig. Buchstäblich am Rande des Zusammenbruchs vor Erschöpfung. Ich bin jetzt seit über 24 Stunden auf der Flucht. Ich habe nicht geschlafen und bin nur noch kaputt. Laird schläft am Steuer ein und verliert die Kontrolle über das Auto. Wie durch ein Wunder bleibt der Wagen intakt und Laird unverletzt. Er beschließt, ein Nickerchen zu machen, um weiterfahren zu können. Ich entscheide mich für den nächstbesten Rastplatz. Da stelle ich den Wagen am Rand ab, ziehe die Schuhe aus, lege mich hin und schlafe ein. Ich wache völlig verwirrt auf. Was machen Sie hier? Mein Gott, nicht schon wieder. Was jetzt? Würden Sie bitte aussteigen? Okay. Jetzt wird's eng. Ich steige aus und habe noch nicht mal meine Schuhe an. Irgendeinen Ausweis dabei? Alle 30 Minuten geht ein Wärter auf Kontrollgang. Man muss immer bedenken, dass sie alles versuchen, um irgendwie rauszukommen. Als ich einen Schatten sehe, weiß ich, dass sich jemand meiner Tür nähert. Hey, was gibt's? Wenn er reinkommt, ist alles aus. Deshalb setze ich eine gelangweilte Alltagsmiene auf. Aber das Herz klopft mir bis zum Hals und mein Mund ist knochentrocken. Ich bin erleichtert. Jetzt muss ich weitermachen, bis die Scheibe durchgesägt ist. Nach Stunden habe ich es geschafft. Oh nein. Gitterstäbe. Ohne richtiges Werkzeug wird es jetzt schwierig. Die Stäbe sind aus weichem Eisen. Ich brauche etwas Härteres, um sie durchsägen zu können.
Im Versorgungsschacht muss ich unbedingt irgendetwas aus Hartstahl finden. Ich entdecke da so ein Teil. Eine Schraubschelle, wie am Kühlerschlauch vom Auto. Wenn ich die längs teile, kann ich sie wie ein Sägeblatt benutzen. Aber ich komme nicht ran. Mauer befestigt ist. Irgendwie muss ich die Muttern lösen. Dazu muss ich den abgesägten Stab so biegen, dass ich ihn wie einen Schraubenschlüssel benutzen kann. Ich schiebe den Stab über die Mutter und es passt sofort. Ich bin echt begeistert. Die Mutter löst sich. Super. Ich löse alle vier Muttern. Jetzt komme ich in den Versorgungsschacht rein. Laird hat damit eine Hürde überwunden. Doch das ist nur das erste einer ganzen Reihe von nachfolgenden Problemen. Es wird noch viele Hindernisse geben. Das erste ist der Versorgungsschacht selbst. Das wird nicht leicht, weil er so eng ist. Der Schacht hat eine Tür, die verschlossen ist, durch die ich aber durch muss. Danach bin ich im Freien. Dann muss ich irgendwie zum Zaun kommen und ungesehen zwei Zäune überwinden. Ich weiß, dass es da Wachtürme gibt und draußen hinterm Zaun eine Patrouille im Auto unterwegs ist. Die Stealth Unit hat drei Wachtürme, eine mobile Patrouille, zwei Zäune, davor ein freies Schussfeld. Die Wärter schießen gezielt, das ist ihre Pflicht. Weil er im Schienbein einen Knochennagel hat, muss Laird genau planen. Ich kann ihnen deshalb nicht locker weglaufen, wenn sie hinter mir her sind. Aber ich will es wagen. Eine Stunde später habe ich Hofgang. Da höre ich: Du bist tot, Junge. Verstanden? Mein Zellennachbar quatscht mich an. Er sagt: Tot, du bist dran. Wir machen dich alle, wir kriegen dich. Hast du gehört? Er sagt: Morgen wollen sie mich umbringen. Wir stechen dich ab. Wir kommen. Sie wollen es nach dem Frühstück tun.